wenn man schleift, man nimmt ein Schleifpapier, also ich habe so gelernt, zeige ich euch gleich mit dem Nasspapier noch mal genauer, nicht so, sondern so. Ganz einfache Tricks, man braucht den Finger, die Finger nur ein bisschen schräg stellen und schon läufst du nicht mehr Gefahr, ich kann genauso drücken. Seht ihr den Unterschied? Keine Fingerspuren drin und dreimal so schnell fähig. Aber je besser der Untergrund geschliffen ist, umso besser ist auch anschließend das Airbrush und umso besser ist auch hinterher der Klarlack. Das heißt, wenn ich jetzt von vornherein sauber und perfekt arbeite, spare ich mir hinterher jede Menge Ärger und gegebenenfalls auch jede Menge Kosten. Und auch nie mit irgendwelchem billigen Material. Also eine Regel habe ich in meinen 27 Jahren in der Autolackiererei gelernt. Ich habe noch kein billiges Material gesehen, was funktioniert. Also irgendein billiges Schleifpapier, irgendein billigen Füller, irgendein billiges Klebeband oder was. Hat noch nie geklappt. Gibt's nicht. Wenn einer das hat, gerne rüber. Aber ich habe noch keins gesehen. Ich habe in der Lehre gelernt, so, Fahrtrichtung, gib ihm. Mal, wie schnell ich ein Ergebnis kriege. Was ich jetzt mit euch angehen möchte, ist das Thema Lines and Frames. Das heißt also Ziellinien, Band und Feuer. Je nachdem, wie ich es ansetze, es ergibt sich immer irgendwas, was geil aussieht. Ne? Das muss nicht realistisch sein, es muss geil aussehen. Und wenn das geil aussieht, sagt der Kunde, boah, geil. Jetzt sage ich die 1000 Euro für die Harley-Werke und zeige ich gerne. Ne? Das ist das Ziel. Das ist auch eine Sache, was gerade Anfänger ganz gerne auch machen. Die fangen jetzt wieder an, die Schichten voll durchzuarbeiten. Und dann hast du wieder nur optisch wieder nur eine Farbebene. Das heißt, das Schwierige bei diesen Feuergeschichten ist, sich zurückzuhalten, weniger zu machen. Das ist das Komplizierte daran. Man versucht die ganze Farbe wieder machen, ein bisschen anders. Ja, genau. Du wirst gleich sehen, was ich genau damit meine, weil es ergibt sich jetzt immer weiter ein klareres Bild. Das ist brutal, ne? Ja. Das ist brutal und das ist farbrein. Kein Weiß dazwischen. Das ist ganz wichtig. Jetzt kann man das teilweise schon nicht mehr erkennen, welche Untergründe drin sind. Aber man sieht trotzdem, dass ich im Prinzip hier über das rosa Spektrum gegangen bin. Bei Gold und Gelb bin ich über das orange Spektrum gegangen. Bei Schwarz sieht man gar nichts. Ist doch besser, wenn ihr näher kommt. Da habe ich jetzt eine andere Körnung. Da war normales Silber. Danke. Da war normales Silber, da kommen Flakes. Hier habe ich wieder einen Uniton und hier, wo Metallic war, fängt das natürlich auch wieder ein bisschen an zu blitzern. So violett stichig rot. Für meinen Effekt habe ich erledigt. Was war das jetzt, eine Minute oder zwei? Das geht eigentlich durch die Art und Weise, wie diese Farben funktionieren, durch die Färbung, durch die Kraft. Ja, und gerade wenn man im Fahrzeugbereich irgendwo auch für Kunden oder Ähnliches arbeitet, je schneller die Fertigung, je mehr habe ich im Endeffekt verdient. Und man muss auf jeden Fall ohne Streifen arbeiten, das ist ganz wichtig. Habe ich da irgendwo einen Streifen drin? Ich habe keine Möglichkeit mehr, was auszubessern, keine Chance. Kann ich abwaschen, neu machen. Ein bisschen von der Backstaublösung reinmachen. Und schon habe ich jetzt in einem einfachen Experiment theoretisch mir selber ein Candy gebaut. Theoretisch. Praktisch macht das kein Mensch, weil erstmal die Sachen alle nicht ausgetestet sind und auch in dem Sinne so nicht zugelassen. Dann muss ja alles mit Labore gehen und. Und mal abgesehen davon, dass ein Normalbürger an die Farbstoffe sowieso nicht drankommt.
Hey Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Danke und viele Grüße aus Hamburg.